Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf dem PC, auf der Murgrund. Ja, wir sitzen hier noch in unseren restlichen Ballen von Feld 20. Der Fahrer fährt jetzt zu Feld 13, weil dort wollen wir ja weiter Ballen pressen. Ich weiß nicht, ob die Ballenpresse jetzt schon angekommen ist. Ich glaube fast noch nicht, ne? Können wir ihn hier erstmal noch wegräumen in unser Düngerstreuer, weil wie gesagt, wir haben ja geguckt mit Düngen, ja, so richtig wird es nichts, ne? Was der Grund ist, ich weiß noch nicht, mal gucken, ob wir den rauskriegen. Vielleicht können wir auch erst düngen, wenn wir eine erste Wachstumsstufe bekommen haben im Gras. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das gestern jetzt schon in der Folge gesagt habe, wo wir das probiert haben. Also auf der Marsch, wo ich es auch gemulcht habe, das Grasfeld, und dann habe ich es gekalkt und dann habe ich es gedüngt. Dort hat sich die Düngerstufe erhöht. Ne? Also muss mit der angepassten Precision Farming Datei zu tun haben, würde ich meinen, ob so ist. Kann ich noch nicht sicher sagen. Ne? Das können wir nur mal ausprobieren. So, Feld 13, können wir ihn erstmal hier rausnehmen. Dann fahren wir mal gleich hier selber gleich hier aufs Feld drauf. Anfang ist ja vorgewendet, haben wir jetzt erst gemacht, müssen wir ja nach rechts oben hier auf unserem Feld. Fahren wir gleich hier ganz einfach den kürzesten Weg. Kurs ist ja schon drin, den hat man ja reinkopiert, ne? Und hier müssen wir zwingen, dann, wenn er hier die erste Feldreihe anfängt, dann würde sich natürlich ja die Ballen weglegen, aber schauen wir mal, ne? So. Bauen wir mal hier ein Stück selber. Und dann sagen wir mal am nächsten Wegpunkt. Achso, nee, wir müssen bestimmt hier noch die Rundung fahren, sonst macht er uns natürlich ja gleich ins zweite, also gleich den Übergang Richtung zweites Vorgewende. Na, fahr da noch ein Stück vor. Ah, er fährt nicht mehr, weil hinten der Ballen drauf liegt, ne? Weil er denkt, er hat keinen Platz mehr, ne? Aber ich wollte ihn jetzt nicht hier die Spur legen. So, nächster Wegpunkt. So, hier, die werden sich hoffentlich auch einig, ne? Ich meine, er hat 82%, ne? Den schnappen wir uns gleich mal hier. Den nehmen wir mal kurz raus. Schaffen wir das? Ja, ja, das sollten wir schaffen. Komm, komm, komm rum. Nicht durch den Mais fahren. Dann muss der nämlich sowieso fort hier ausladen. Ich denke mal, wir werden zwar nicht voll werden, bis der Thrasher hier unten wendet, aber ein bisschen was können wir uns noch holen, dass wir über die 85% kommen. Die haben wir schon gleich jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob es 5000 drin wären, aber ich weiß nicht, ob er wartet, der Thrasher, oder ob er abdampft. Mal gucken. Ja, wartet, da können wir auch warten. So, Ballenwagen ist angekommen an der 13. Da müssen wir eigentlich dringend die 6 Ballen einsammeln, die uns dort noch fehlen. Voll. Und ich stelle ihn mal gleich auf die Straße, nicht, dass er sonst so lang fährt hier. Und damit wir ihn zum Ausladen schicken können,
Aber wenn ich das hier sehe, da vorne liegen drei Ballen hier auf den halben Stück. Also das ist ja mehr Ertrag wie auf dem Feld 20 oder was? Warum lädt er den jetzt nicht auf? Hätte ich wahrscheinlich einmal abladen gedrückt. Ja, hier in Ecken bleibt natürlich was liegen, ne? Aber das werden wir dann auch, ich denke mal, dann selber noch wegmachen. So, als Silo wollen wir ja 3-3, ne? Na gut, er fährt aber 7 km/h, also. Wenn der Schwad jetzt noch dicker wäre, wie auf dem anderen Feld, würde er ja langsamer fahren. Gut, jetzt 6, aber das ist schon so okay, ne? So, wie viel Mais haben wir denn überhaupt schon jetzt hier angeliefert? Liter, also das ist auch, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ein bisschen was kommt ja noch, ne? Also 300.000 werden wir schaffen. Und aktuell kriegt man für den Mais, kriegt man da nicht einen Tausender fast? War das nicht so? Oder nur 500? Mais kriegt man 909, ne? Ist das Beste. Also fast 1000, aber aktuell eben nicht, ne? Wann soll man die kriegen? Im Februar eigentlich, steuern wir ja genau dorthin. Das wird noch gut Geld geben über den Winter, ne? Also meine 100.000 Liter können wir im Lager lassen, aber der Rest kann verkauft werden, theoretisch, ne? Wie sah es denn überhaupt hier aus mit den... Ja, 6.000, hier müssen wir auch fast Tomaten auslagern, Salat nicht unbedingt. Erdbeeren auch nicht unbedingt. Wir hatten doch schon ordentlich was hier um dem Lager. Na gut, einmal hatten wir umgelagert, ne? Ja. Das Lager meldet sich ja. Beziehungsweise die Produktion meldet sich ja, wenn sie voll ist. So, er fährt zurück. Ach so, er hier, genau. Einmal Diesel rein. Dann bekommt nämlich diesmal er einen Mulcher. Wie gesagt, das Pflügen können wir dann immer noch machen. Wir werden jetzt hier die Mähwerke abstellen. Er bekommt einen Mulcher und fährt zur... Ach ne, ich muss erst gekalkt werden. Wo ist denn noch keiner unterwegs? Och, Menno. Wir müssen da erst die 20 kalken. Nehmen wir mulchen zuerst und kalken sie dann. Hier wird erst gemulcht und dann gekalkt. So, das nächste Mal werden wir unsere Mähwerke im Frühjahr brauchen, ne? Und da werden wir dann Heu machen im Frühjahr. Außer auf dem Luzernefeld da nicht, ne? Wie gesagt, das Weizen können wir uns auch sparen. Das bringt gar nichts. Ne? Der ändert sich auch nichts irgendwo an der Textur oder an der Anzeige. Da halt der Mulcher stand da noch draußen. So geht's besser.
So, wir brauchen ihn, damit es zurückgeht zu Feld 13. Meinen den vierten Ballenstapel, den kriegt man definitiv von der 13 runter. Den auf jeden Fall. Ne? Also 32 Ballen, also zu 100% würde ich sagen. Der steht nicht weit genug vorn, der andere, ne? Will schieben? Oh, wenn die Ballen unter Spannung hier stehen. Ganz gefährlich. So, dahin. So, zweites Vorgewende ist er. Da kommen wir eigentlich genau richtig an. Dann er kommt hier zurück zum Drescher abbunkern. Das passt auch soweit. Also ein Handhänger wird mindestens noch voll. Wenn ich also zwei eigentlich. Ne? Eine ist zwar schon einiges weg, aber das müssten noch zwei werden. So, er ist noch nicht da. Fahren wir mit ihm hier mit. Meine Luzernefeld haben wir dann auch noch, ne? Achso, ich glaube, er fährt dann erst eine Runde ums Feld, ne? Kann man aber gleich rausnehmen und fahren hier selber. Einmal Arbeitsstellung. Wie gesagt, die Ecken, das werden wir per Hand nacharbeiten. Vielleicht lohnt es sich auch nicht, das zu machen. Ne? Alles möglich, aber ich denke, da liegt ein bisschen was. Ne? So, da lassen wir ihn mal hier ins dritte Vorgewende starten. Und kümmern uns mal um unseren großen Knast, dass der hier einen Mulcherkurs kriegt. Also wie gesagt, wenn es düngen so nicht funktioniert, bevor wir gemulcht haben, dann können wir auch mulchen. Nicht, dass das Mulchen falsch ist, ne? Aber durch das Mulchen gehen eben auch die Reste alles weg. Von daher. Und wir kriegen eigentlich, ich weiß nicht, ob wir es kriegen, aber sollten eigentlich den mehr Ertrag kriegen. Ne? Die sind zwar nur 2%, ja. 12 Meter machen wir hier auf 11,80 Vorgewende. Weich 15%. Das sollte alles so passen. Jetzt überlege ich, ob wir 0,2 können wir auch minus machen, dass wir ein bisschen nach außen gehen. Ob wir einen Rand richtig sauber kriegen. Ja, wie rum der Kurs. Er macht natürlich dort längste Kante, klar. Irgendwo muss er ja. Irgendeine Kante muss er ja annehmen. Ne? So, hier erster Wegpunkt. Und dann stellen wir hier gleich wieder um, wenn er losgefahren ist, auf nächster Wegpunkt. Nicht, wenn wir mal anhalten müssen zwischendurch. Er sollte auch mit diesen 0,2 nirgends hängen bleiben, glaube ich fast nicht. Ne?
So, ja, letzte Reihe von diesem Beet. Dann kommen noch welche. So, und er hat davon als letzte Vorgewende angefangen, letzte Bahn. Im Vorgewende natürlich. So, das ist ja hier Vorgewendebahn, ne? Dann nehmen wir ihn mal raus. Gucken mal, dass wir das hier sauber kriegen noch mit. Ich meine, ob es sich so richtig lohnt, kann man sich drüber streiten. Alles richtig. Aber für das gute Gefühl, alles eingesammelt zu haben, oder alles sowieso nicht. Ich meine, so kleine Fitzel bleiben sowieso liegen. Selbst ich lasse ja dort noch was liegen, hat man jetzt auch gesehen, ne? So, ich lege gerade, fahren wir zur anderen Seite rüber, oder das nehmen wir, setzen ihn erstmal wieder auf seiner Spur an. Und wenn nicht, fangen wir ihn oben nochmal ab. So, holen wir gleich mal hinten den einen. Also richtig einknicken und zack, Pflichtanhänger fort. So, machen wir ihn hier, nehmen wir ihn nochmal raus. Na komm, da wickeln wir den auch noch. So, hier müssen wir natürlich gleich vorne die Rundung mitnehmen. Ich nehme ja nicht die ganze Gerade mit, hier setzen wir dann wieder an. Wir werden aber hier reinfahren.
Aber ein Ballen kommt definitiv zusammen, würde ich meinen, ne? Einer oben, einer hier. Doch, doch. Das sind ja schon zwei. Das sind ja schon 11.000 Liter, ne? Also die können wir einfach nicht so liegen lassen. So, Pickup einmal hoch und hier rüber. Komme ich nicht rum. Das wird nichts werden. Ein bisschen größer ausholen. Ich meine, ja, wird es auch nichts bringen, wenn wir sagen, wir machen mit scharfen Ecken unseren Mähkurs, ne? Weil die Ecken sind nun mal einfach rund, ne? Auf dem Feld, und da bringt uns das auch nicht weiter. So, er kann weitermachen. Auch nicht mehr lange, denn Folge ist ja auch schon wieder vorbei. Zeit vergeht, ja. So, gucken wir mal wenigstens, dass man hier nicht, wenn er noch einen Ball zusammenkriegt, dass wir den abfangen. Er fährt hier sowieso ab der Mitte dann runter in die nächste Spur oder in die erste Spur hier, ne? Und da dürfte er ja schon nicht mehr hängen bleiben irgendwo. So, den einen kriegt man noch. So, und die nächsten werden wir uns dann morgen holen müssen in der Folge. Also ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Dann bis morgen, 16 Uhr, wer möchte. Bis dahin und tschüss.